Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 16 von Dark Souls Lore. Und in dieser Folge geht es um die Stadt Neu-Londo und ihre vier Könige. Neu-Londo war eine Stadt des Age of Fire. Gwyn hatte die Drachen mit der Macht seiner Lord Soul besiegt und sein Königreich Lordran aufgebaut. Und Anor-Londo war seine Hauptstadt, die Stadt der Götter. Und das Zentrum des Zeitalters des Feuers. Der Ort, an dem Gwyn und sein Geschlecht lebten und herrschten. Doch Anor-Londo war nicht die einzige Stadt von Lordran. Neu-Londo wurde als eine Art Erweiterung für die Stadt der Götter und natürlich in dessen Nähe erbaut. Und war die Heimat unzähliger Menschen. Neu-Londo war dabei eine florierende Stadt und zog Menschen aus allen Himmelsrichtungen an. Unzählige kamen herbei, um dort zu leben, und viele verschiedene Kulturen kamen so in Neu-Londo zusammen. All diese Menschen lebten und arbeiteten zusammen im Schatten der Götter und bauten die Stadt weiter aus und machten Neu-Londo so zu einem Ort, der nur im Schatten von Anor-Londo und der Götter stand. Doch so eine mächtige und großartige Stadt braucht einen Herrscher. Gwyn aber wählte nicht einen, sondern vier Könige für Neu-Londo aus. Wie aus der Beschreibung der Seele der vier Könige hervorgeht, wählte Gwyn sie wegen ihrer großen Voraussicht als Herren von Neu-Londo aus und gab ihnen die Ränge von Königen. Doch nicht nur das. Der Herr des Sonnenlichts übergab den vier Königen auch einen Teil seiner eigenen Lord Soul. Dadurch erhielten diese vier Herrscher eine gewaltige Macht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese vier Anführer von Neu-Londo vermutlich Menschen waren, die nun aber jeweils über ein Fragment einer Lord-Soul, der Seele eines Gottes, verfügten. Ob Gwyn den vier Königen dabei einen Teil seiner eigenen Seele anvertraute, weil er sie als Fürsten tatsächlich so sehr schätzte und ihnen so vertraute, oder ob er ein anderes Motiv hatte, ist unklar. Gwyn hat schon oft gezeigt, dass er den Menschen nicht vertraut, ja, sie und ihre Dark Soul gar fürchtet und die Menschen oft manipuliert und für seine Zwecke genutzt hat. Und so ist es durchaus denkbar, dass der Gott des Sonnenlichts die vier Könige mit dem Fragment seiner Seele an sich binden und zu folgsamen Marionetten machen wollte. Oder er schätzte sie tatsächlich als Herrscher und vertraute ihnen. Und für eine lange Zeit herrschten die vier Könige mit ihrer Macht auch in Frieden über die Stadt. Und unter ihrer Herrschaft war Neu-Londo wahrlich eine Metropole des Wohlstands und der menschlichen Kulturen. Diese vielen verschiedenen Menschen und ihre Kulturen aus allen Ländern könnten auch der Grund gewesen sein, warum Gwyn genau vier Könige gewählt hatte. Ein König für jede Himmelsrichtung. Für die Menschen und Kulturen des Nordens, des Südens, des Westens und des Ostens gab es so je einen Herrscher. Doch am Ende hielt auch hier Glück und Wohlstand nicht ewig und bald kam der Untergang für Neu-Londo. Von Ingvard, dem Wächter des Siegels, erfahren wir, dass die vier Könige zwar überaus mächtige Fürsten waren, aber ihre Herzen dennoch schwach waren. Und so wurden sie mit dem Versprechen von noch mehr Macht verführt und verfielen dem Bösen. Verantwortlich dafür war kein anderer als Darkstalker Karth, dem wir in Dark Souls 1 als wichtigen NPC begegnen und dessen Ziel es ist, mit der Hilfe eines dunklen Fürsten das Age of Dark herbeizuführen. Zu diesem Zweck kam er auch zu den vier Königen und bot ihnen die Kunst des Lebensraubs an. Eine Fähigkeit, die es dem Benutzer erlaubt, die Lebenskraft und die Menschlichkeit eines Opfers zu stehlen. Und die in der dunklen Hand als Waffe manifestiert ist. Die Könige, durch dieses Versprechen von großer Macht in Versuchung geführt, ließen sich auf Karths Angebot ein und erlernten den Lebensraub. Sie teilten diese Kunst dann auch mit ihren Rittern, die dadurch zu den ersten Darkwraiths wurden und zusammen mit ihren Herren der Dunkelheit verfielen. Sie begannen die Lebenskraft der Bewohner von Neu-Londo zu stehlen.
Chaos und Angst verbreitete sich in der Stadt und die korrumpierende Macht des Abyss tauchte auf. Die Könige, getrieben von ihrem Verlangen nach Macht, konsumierten mehr und mehr Menschlichkeit und Lebenskraft ihrer eigenen Untertanen. Durch ihr Verlangen verfielen sie schließlich selbst der Korruption und dem Wahnsinn und sammelten aber auch mehr und mehr Macht an. Und genau diese Macht und ihr Wahnsinn verformte dann auch ihre Körper. In der Brust der Könige zeigt sich dabei ein dunkles Loch, das ihren unstillbaren Hunger nach Macht und Lebenskraft symbolisiert. Ein Hunger, der niemals gestillt werden kann. Aber auch die ehemaligen Ritter von Londo, die Dargraves, schienen nichts aufhalten zu können. Und sie wurden später von Ingvard als Feinde allen Lebens beschrieben, die über alles gnadenlos herfallen, was seine Seele besitzt. Die vier Könige und ihre Ritter wurden zu so einer großen Gefahr, dass schließlich eine schwerwiegende Entscheidung getroffen werden musste. Drei Magier von Neulondo entschlossen sich, dass sie die gesamte Stadt opfern würden, um den Rest der Welt vor den vier Königen und den Dargraves zu beschützen. Diese drei Magier, die später als die Versiegler bekannt wurden, waren Julva und Ingvard von Neulondo, sowie ein dritter, dessen Name in Vergessenheit geriet. Diese drei ließen Neulondo in einer Flut versinken und begruben die vier Könige und ihre Ritter zusammen mit der gesamten Stadt unter den Wassermassen, wo die Könige im Abyss eingesperrt wurden. Die Magier schworen sich dann, das Siegel, das das Wasser über den Ruinen der Stadt hält, für immer geschlossen zu halten. Und als Zeichen für ihren Schwur und um Sühne für all die Leben, die sie für ihren Plan geopfert hatten, zu leisten, zogen sie sich Masken über ihre Gesichter. So war der Untergang von Neulondo, der einst so großen und kultivierten Stadt der Menschen, vollständig. Die vier Könige, die von Gwyn selbst auserwählten Fürsten, hatten sich von Carth mit dem Versprechen von Macht verführen lassen und damit Chaos und den Abyss über ihre Stadt gebracht. Sie und ihre Ritter hatten den Lebensraub erlernt, und so waren auch die Dargraves geboren. Doch sie alle waren mit Neulondo durch die Tat der Versiegler unter einer Flut begraben worden. Viele Jahre später allerdings kommt der Chosen Undead, der Spieler von Dark Souls 1, nach Neulondo auf der Suche nach den vier Königen, um diese zu besiegen und um ihre Seelen zu erhalten. Und zu dieser Zeit findet sich nur noch Ingvard als Wächter des Siegels dort vor. Über die langen Jahre hatten seine beiden Gefährten ihren Schwur gebrochen und ihre Pflicht aufgegeben. Und nur noch er bewacht das Siegel von Neulondo als letzter Wächter der vier Könige. Aber auch er scheint durchaus froh darüber zu sein, dass mit dem Spieler endlich jemand erscheint, der in der Lage ist, ihn von seinem Schwur zu erlösen. Denn als der Spieler zu ihm kommt, übergibt Ingvard ihm nur allzu bereitwillig den Schlüssel zu Neulondo, mit dem das Siegel gebrochen werden kann, das das Wasser zurückhält. Und genau das geschieht dann auch. Der Spieler bricht das Siegel und lässt die Fluten von Neulondo ab. Dadurch kann er zu den vier Königen in den Abyss absteigen und sie herausfordern. Von ihnen erhält er dann die Seele der vier Könige, die noch immer das Fragment von Gwyns Lord Soul enthält. Doch auch wenn die korrumpierten Könige nun besiegt waren, war es für Neulondo schon lange zu spät. Die Stadt, die einst so groß war, lag in Ruinen. Und noch immer wanderten dort die tödlichen Dargraves, die ehemaligen Ritter der Stadt, umher. Und auch in den späteren Teilen von Dark Souls begegnen uns weitere von diesen tödlichen Feinden, die weiterhin Carths Plan dienen und das Age of Dark mit einem Dark Lord herbeiführen wollen. Selbst in Lothric finden wir noch einige von ihnen vor. Und da nicht bekannt ist, ob Carth auch in anderen Ländern und Städten Dargraves erschaffen hat, ist es durchaus möglich, dass jene Dargraves, auf die wir später treffen, alle einst aus Neulondo entkommen konnten,
als der Spieler das Siegel brach. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Dark Souls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls Lore.